Ohne die Magischen wirkt alles in der Stadt so verkehrt. Ich sehe kaum. Das wird sowas von gut! Roper Klecks nehme ich an. Er sieht zaubererhaft aus. So habe ich mir Zauberer vorgestellt, als ich 10 war. Wenn ihr ein Autogramm wollt, müsst ihr erst mein neues Buch kaufen. Es wird heute angeboten, nur... Nein, tut mir leid. Ich muss mit euch reden. Reden? Nun, in wenigen Minuten beginnt meine Vorstellung. Aber für ein hübsches, junges Ding wie euch kann ich sicher ein paar erübrigen. Gab es nicht irgendeine Konfrontation zwischen ihm und April? Das ist ein komischer Name für ein Kinderpuppentheater. Das muss der richtige Mann sein. Ihr seid Rupert Klecks, richtig? Der Zauberer. Wer hat euch das gesagt? Naja, zunächst mal steht es auf dem Schild da. Nein, das mit dem Zauberer. Wer hat es euch gesagt? Ich meine, ich bin nur ein einfacher Fingerpuppenspieler, der in einer kalten und herzlosen Welt ein ehrliches Auskommen zu haben versucht. Aber ihr wart mal ein Zauberer. Vollständig rehabilitiert. Und irgendwelcher Hexerei komme ich nicht zu nahe. Nicht mehr. Ihr solltet wirklich meine von der Kritik gefeierten und bestens verkauften Memoiren lesen. Abschied von meinem Zauberer-Dasein. Es ist eine fesselnde Geschichte von Erlösung und Liebe, von verwegenen Helden und boshaften Schurkinnen, von fliegenden Burgen und merkwürdigen Rechengeräten. Jedes Wort davon ist natürlich so wahr, wie die Nacht finster und der Tag hell ist. Gab es nicht irgendein... Erinnert ihr euch an April Ryan? April Ryan? Oh ja, natürlich. Gewiss doch, selbstverständlich. Das Miststück. Die tapfere junge Frau, die in meine Burg kam und mich bestahl... und die mir half, meine hexerische Vergangenheit hinter mir zu lassen? Wie könnte ich die vergessen? Also, zu April... Warum? Warum will jeder über April Ryan reden? Sie war nur ein schwacher kleiner Mensch und stolperte in Dinge, mit denen sie nicht... Nein. Ich muss mich entschuldigen. Wisst ihr... April und ich hatten einige Meinungsverschiedenheiten. Darüber bin ich jetzt hinweg. Ich bin eine andere Person. Was April Ryan angeht, wie ich hörte, fand sie einen unehrenhaften Tod durch unsere Asadi-Wohltäter? Welch eine Schande. Welch eine furchtbare Schande. Vielleicht sollte ich zur Sache kommen. Seine Vorstellung geht ja gleich los. Die Fingerlinge. Ah, meine geliebten Fingerpuppen. Geliebt von allen. Kindern wie auch Kritikern. Gilbert Grutton vom Merkurischen Tageblatt nannte meine Vorstellung einfach erstaunlich und schrieb, es sei unmöglich, den Blick abzuwenden. Ich traute meinen Augen nicht und wie ein Karrenunfall in Zeitlupe. Ihr seht, die Fingerlinge stellen eine Revolution im Fingerpuppenspiel dar. Oder, wie ich es nenne, dem Befingern. Schutzmarke und Patent sind angemeldet. Insbesondere Frauen versetzt es geradezu in Verzückung. Bleibt doch zur Vorstellung. Ich garantiere euch eine schöne Zeit. Vielleicht erinnert ihr euch, einen Seelenstein besessen zu haben? Einen Seelenstein? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet.
War nur ein Gedanke, weil es da, wo ich herkomme, so viele beeindruckende Geschichten über eure Kräfte gibt. Und woher kommt ihr? Ach, das war vor langer Zeit, in einem anderen Leben. Es liegt hinter mir. Ich bin jetzt eine andere Person. In jeder Beziehung. Ich habe mich nur gefragt, was mit dem Stein geschehen ist. Sie hat ihn genommen, dieses Miststück. Beim Gleichgewicht. Verzeiht mir. Ich weiß nicht, was da gerade über mich gekommen ist. Wer? Die Jaga. Die böse Hexe des Nordens, wie diese Dummköpfe sie nennen. Als hätten die irgendeine Ahnung, wer und was sie wirklich ist. Sie lauert im Flusswald an den dunklen Orten. Sie nähert sich von diesem Stein wie ein... wie ich sagte. Das ist vergangen und ich habe alles längst hinter mir gelassen. Jetzt verdiene ich mein Brot auf ehrliche Art, indem ich mit meinem großartigen und revolutionären Fingerpuppentheater Kindern eine Freude bereite. Und da wir gerade davon sprechen, junge Dame, ich muss mich entschuldigen. Die Vorstellung beginnt gleich. Können wir bitte danach noch mal reden? Ich habe da noch Fragen. Sicher, sicher doch. Ganz gewiss. Nach der Vorstellung. Danach. Ja, ja, ja. Habe die Ehre. Ja, jetzt geht's los. Das wird sowas von gut. Meine Damen und Herren, Jungs und Mädchen, Menschen und, Menschen. Und ihr Asadi-Soldaten da drüben, ihr könnt gerne zusehen. Nur bitte rasselt nicht mit den Säbeln und klappert nicht mit den Rüstungen. Willkommen zur heutigen Morgenvorstellung der Fingerlinge. Ich bin euer Gastgeber und Puppenspieler, Roper Klecks, geachteter Mime und Erzähler, Autor und Unternehmer. Mein Buch wird mit kostenloser persönlicher Widmung zum Verkauf angeboten. Sprecht einfach nach der Vorstellung mit mir. Eine Spende wird dankend angenommen und erwartet. Werft eure Münzen nach der Vorstellung in die Kiste und denkt daran, dass jedes Eisenstück einem guten Zweck dient. Los, Fingerlinge! Meine geliebten Fingerlinge! Handgefertigte Nachbildung berühmter Schauspieler aus ganz Arkadia. In Fingerpuppenform verewigt von begabten Handwerkern. Nur aus feinsten Stoffen und Naturmaterialien hergestellt, sind mir diese reizenden Wesen ans Herz gewachsen wie Kinder. Und ihr vielgestaltiges Talent sucht unter Menschen seinesgleichen. Ihr seid alle eingeladen, zur Bühne zu kommen und meine prachtvollen Miniaturen aus inniger Nähe zu bewundern. Nach der Vorstellung natürlich. Und ohne Essen, ohne Anfassen und ohne Kinder. Und jetzt, geliebtes Publikum, macht euch bereit für eine Reise ins Geheimnisvolle. Für eine wahre Geschichte von Zauberei und Magie. Ich präsentiere euch die Mär vom herzensguten Zauberer und der schurkischen Maid. Es war einmal ein gütiger alter Zauberer, der im fernen Norden in einer wundervollen, schwebenden Burg lebte. Dieser ungemein freundliche Zauberer neckte die Bevölkerung des Landes gern und spielte mit ihr. Und manchmal ließ er sich zu Albernheiten hinreißen, wie sie in Stein- oder Pelztiere zu verwandeln oder den Wind zurückzuhalten. Natürlich meinte er es nicht böse. Und die Bevölkerung des Landes liebte den Zauberer wie einen Großvater. Einen sehr jungen und äußerst gut aussehenden Großvater. Aber eines Tages besuchte eine böse Magierin aus einem fernen Land den gütigen Zauberer. Diese hässliche, selbstsüchtige Hexe begriff nicht, dass der Zauberer nur versuchte, die Leute glücklich zu machen. Sie nutzte ihre dunkle Hexenkunst, um ihm all seinen Besitz zu stehlen und ihn in einen winzigen Kasten zu sperren, in dem der liebenswürdige Zauberer kaum noch Luft bekam. Der arme alte Mann saß viele Monde lang in diesem Kasten fest, bis ein wohlwollender Gott auf Wanderschaft vorbeikam und ihn aus seinem Gefängnis befreite. Der Zauberer schwor dem Gott auf Wanderschaft ewige Treue, im Gegenzug für Rache an der grausamen Hexe, die ihn eingesperrt hatte. Und zusammen... Da ist der Kommandant, der gefährliche Irre, der unsere Jugend mit seinen okkulten Befingerungen verdirbt. Was soll das? Was macht ihr da?
Was ist hier los? Ihr könnt doch nicht... Hey, hey, Hände weg! Ihr bringt Kindern etwas über Magie bei, alter Mann. Ihr solltet es besser wissen. Lasst mich los, ehrloser Grobian! Kraft der mir vom großen Asadi-Imperium und der Abgesandten verliehenen Befugnisse und gemäß des provisorischen imperialen Gesetzes, das jedwede Lehren okkulter Magie verbietet, nehme ich euch in Gewahrsam. Das könnt ihr nicht machen! Ihr wisst nicht, wer ich bin! Erzählt das dem Richter, Zauberer. Meine Fingerlinge! Meine kostbaren, handgearbeiteten Fingerlinge! Nein! Ich kann nicht glauben, dass sie ihn festgenommen haben. Was für eine Farce. Ohne die Magischen wird alles in der Stadt so verkehrt.
Terrorismus gutheißen würden. Ganz bestimmt nicht. Also, was macht eure Familie denn dieses Jahr zum Fest? Ich muss zugeben, dass ich schon ganz gespannt darauf bin, ihr. Nächste Woche, oder nicht? Also, Sie wollen, wie läuft das Geschäft? Mit dem Erntemod? Ziemlich gut. Ich meine, das Ernte. Also, wie läuft das Geschäft? Ziemlich gut. Ich meine, das Erntefest ist. Och, ich muss zu. Wie? Ich meine, Bauern bringen eben Lebensmittel. Puppenspieler, das sind sie. Die abgesandte Ramman genauso. Ich weiß, aber naja, ist es wirklich das, was wir von diesen? Ja, das ist es. Sollen sie effizienter machen? Und wie? Naja, Effizienz irgendwie. Keine Ahnung. Warum fragt ihr mich? Ich muss zugeben, ich bin ziemlich erleichtert, dass es jetzt weniger Zauberei gibt. Ich passe sehr gut unter die Einheimischen. Ich muss sagen, ich werde erleichtert sein, wenn Sie endlich mit den ganzen Bauarbeiten fertig sind. Mir kommt es vor.
Damit habe ich nicht gerechnet. Ich schätze, die Asadi haben auch nicht viel für schräge Puppenspiele übrig. Ich glaube, es hatte mehr damit zu tun, dass er ein Zauberer ist. Ach, schöne Scheiße. Was jetzt? Er war meine einzige Spur zum Seelenstein. Zum Weiterkommen habe ich nur noch was über eine Jager und den Flusswald. Flusswald? Ich kenne den Flusswald. Ich war schon mal im Flusswald. Wenn du zum Flusswald willst, ich weiß, wie man in den Flusswald kommt. Wirklich? Und die Jager, die Weidenhexe? Ich weiß nichts über Jagers, aber ich weiß was über Hexen im Flusswald. Bei meinem letzten Ausflug dorthin sind wir einer begegnet. Diese Hexe ist natürlich Geschichte, aber ich kann wahrscheinlich in dem Flusswald zurückfinden. Er ist im Norden. Wir gehen nach Norden. Moment mal, welche Richtung ist oben? Ja, Norden. Gut, gut. Das ist doch was, oder? Besser als gar nichts. Wir brauchen nur noch eine Möglichkeit, nach Norden zu kommen, ohne dass ich den ganzen Weg laufen muss. Oder ich fliegen. Ich werde nicht den ganzen Weg fliegen. Ich ermüde schnell. Warte, ich spüre, wie ein gerissener Plan in mir reift. Folge mir, Zoe. Oh oh. Es ist entweder ein gerissener Plan oder ich muss auf Toilette. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es ein gerissener Plan ist. Ja. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du das Ganze mit der Stimme und der falschen Hand durchgezogen hast. Der Hut stand dir wirklich gut. Absolut. Beim Bart bin ich mir aber nicht so sicher. Mein ganzes Gesicht juckt. Ach, apropos Gesicht. Ich kann meins nie wieder in Makuria sehen lassen. Nicht nach dem, was wir eben gemacht haben. Wenn alles gut läuft, brauchst du das auch nicht. Wenigstens haben wir ein Reittier. Kann ich diesem Ding trauen? Sie sind fügsame Kühe, diese Ägwan. Überlass das einfach mir. Los, Tausendschönchen! Hüa! Ich glaube, du verstörst sie. Ich werde dir mal das Kühezureiten überlassen. Ich fliege lieber voraus und erkunde das Gelände. Verliere mich nicht aus den Augen. Wie lange wird diese Reise dann noch dauern? Kommt mir vor, als wäre es schon fast eine Woche. Es sind noch nicht mal 2 Tage. Und ich bereue allmählich, dass ich euch mitgenommen habe. Im Frachtraum eines Wolkenschiffs mit eurem ärgsten Feind festzusitzen? Was sollte es denn daran zu bereuen geben? Und da sagen die Leute, ihr hättet keinen Sinn für Humor. Wir sind auf einer Mission. Das ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort, um Frieden mit Liko zu schließen. Wir kämpfen Seite an Seite. Das ist unsere Verbindung. Außerdem bin ich müde. Falls es hier Gelegenheit gibt, Frieden mit Liko zu schließen, dann wahrscheinlich jetzt. Vielleicht ist es noch möglich, eine Verbindung zwischen uns aufzubauen. Das mit eurem Vater tut mir leid. Ich weiß, dass es jetzt nicht mehr viel bringen mag, aber ich war damals ein anderer Mensch. Ein Junge, der nur eine einzige Wahrheit anerkannte. Die Möglichkeit, dass es mehr als eine geben könnte, zog ich nie in Betracht. Auf dem Weg hierher hat es so viele Tote gegeben. Bei meiner Flucht aus der Mönchsfeste habe ich einen Unschuldigen getötet. Er flehte mich darum an und trotzdem weiß ich nicht, ob ich das Richtige getan habe. Als ich seine Witwe besuchte, brachte sie mir nur Hass entgegen. Sie konnte nicht verstehen, warum ich so gehandelt habe. Ich durchstieß bei Salbachim und sah ihn verbluten, damit ich durch ein Blutmagieportal entkommen konnte. Ich frage mich immer noch, ob sein Opfer das wert war. Habe ich die Schuld beglichen? Die Hirtin glaubt es, aber viele hielten ihn für einen besseren Menschen als mich. Warum also musste er sterben? Ich habe Menschen gefoltert und ermordet. Was hat mir all das eingebracht? Was hat es geändert? Was wäre jetzt anders, hätte ich anders gehandelt? All diese Entscheidungen summieren sich, Liko. Meine Seele ist schwer. Die anderen glauben, ich berühre das nicht, weil ich weitermache, als sei nichts geschehen. Aber ihre Gesichter und Stimmen sind da, wenn ich meine Augen schließe.
Diese Toten werde ich nie los. Worte können es nicht ungeschehen machen. Es gibt keine Entschuldigung für das Unrecht, das ich begangen habe. Aber ich versuche, die Wunden zu heilen, die ich verursacht habe. Das ist ein langer Weg, Liko, und... Ich weiß. Als ihr aus der Mönchsfeste kamt, wollte ich euch tot sehen. Wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Und da sagen die Leute, ihr habt keinen Sinn für Humor. Tun sie das? Wir haben seitdem viel durchgestanden. Ich glaube, ich kenne euch ein wenig. Ihr habt gegen euer eigenes Volk zu den Waffen gegriffen. Schande, Tod und eure unsterbliche Seele riskiert, weil ihr es für fehlgeleitet haltet. Es ist bestimmt ziemlich hart, von beiden Seiten gehasst und gefürchtet zu werden, oder? Ich mag euch immer noch verachten, weil ihr meinen Vater getötet habt. Es mag mir immer noch missfallen, was für ein arroganter, intoleranter Arsch ihr seid. Aber ich respektiere euch, Kien. Und ich vertraue euch. Ich vertraue euch ebenso, Liko. Naja, ich werde mich aufs Ohr hauen. Diese Hälfte des Frachtraums ist meine. Bleibt lieber auf eurer Seite. Nicht, dass ich euch aus Versehen ersteche, während ich schlafe. Also... Keine Sorge. Ich habe nicht die Absicht, mich an euch ranzukuscheln. Kien, seid ihr wach? Bis eben nicht. Das hat sich gerade geändert. Habe ich euch hier erzählt, wie meine Gesellschaft Leute wie uns sieht? Ich glaube nicht. Dol und Tikva halten sich in allen Belangen für tolerant und offen. Und doch musste ich vor meiner Familie und meinen Freunden immer verbergen, wer ich bin. Würden sie die Wahrheit erfahren, wäre ich geächtet. Wie es scheint, hat auch Toleranz ihre Grenzen. Aber beim Widerstand kümmert das niemanden. Das, was uns verbindet, ist... Aber es ändert nichts daran, was sie von uns halten. Das ist seltsam, aber befreiend. Beim Widerstand ist man wer und was man sich entscheidet zu sein. Unabhängig von Hautfarbe und Überzeugung, Geschlecht und Religion und... Ich dachte, ihr würdet April Ryan lieben. Das tat ich. Ich tue es, aber... nicht auf diese Weise. Sie war jemand, der mir viel bedeutete. Und das wird immer so sein. Aber ich hätte nie mein Leben mit ihr teilen können. Ich vermisse sie immer noch. Jeden Tag. Sie hat mir Kraft gegeben. Ich werde jetzt schlafen. Morgen steht uns ein langer Tag bevor. Ja, ein Tag, den wir im Dunkeln hocken und darüber streiten, wer gefurzt hat. Wie ich sagte, ein langer Tag. Verflucht. Ich meine, das tat weh. Traue nie einem Elkwan, feige Viecher. Irgendwas muss ihn erschreckt haben. Was machen wir denn jetzt? Das hier kommt mir bekannt vor. Ich glaube, wir sind bald da. Genauer gesagt, wir sind... Geh, fort. Ich rufe die anderen. Holla, nur die Ruhe. Ich bin eine Freundin und nicht bewaffnet. Du bist ein Mensch. Du kannst keine Freundin... Vogel? Krähenvogel? Hallo.
Hey, du bist doch das misslaunige Wuschelding, das wir gesehen haben, als wir das erste Mal hier durchkamen. Ben, Franklin? Ben Bandu. Das ist aber nicht der Mensch, der dich beim letzten Mal begleitet hat. Das ist mein neuer Mensch. Sie ist größtenteils harmlos. Sag guten Tag, Zoe. Nicht so unhöflich. Tja, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Bist du die neue Bandu Mbata? Bambi was? Hä? Keine Ahnung, ich bin Zoe. Du bist eine Träumerin. Ja, das sagt jeder. Ich bin nicht sehr gut darin. Aber woher weißt du das? Wir leben hier nah beim Träumenden. Ihre Träume umgeben uns. Die Jager. Genau. Das ist doch die, die wir suchen. Hab ich recht, Zoe? Die Jager. Ihr sucht die Jager? Mit Absicht? Seid ihr verrückt? Oh, ich nicht. Bei ihr bin ich mir nicht so sicher. Du kennst die Jager? Sie lebt in diesem Wald. Wir sprechen ihren Namen ungern aus. Sie ist böse. Der Teddy weiß sicher mehr über die Jager. Wer ist sie? Die Jager? Sie ist alt, wirklich alt. Sie war schon lange da, bevor mein Volk in diesen Wald kam. Früher hatte sie viele Diener, Hexen und Hexer. Alle böse, wie in den Geschichten der Ältesten. Aber jetzt sind die Diener alle fort. Also ist sie aufgewacht und in unsere Welt herübergekommen. Sie gehört nicht hierher, aber sie war einsam und hungrig. Hungrig? Großartig. Tja, wir müssen sie trotzdem finden. Sie hat den Seelenstein. Den Seelenstein? Ich habe von dem Seelenstein gehört. Die Jager hat ihn aus der gefallenen Festung des Hexers. Hexer? Roper Klecks hat für die Jager gearbeitet? Alle haben das. Gribbler, Klecks, all die bösen Hexen und Hexer des Nordlands. Aber jetzt sind sie fort. Genau wie mein Volk. April Ryan hat den Hexer eingesperrt und die Hexe getötet. Sie hat uns alle gerettet. Aber dann kamen die Asadi mit scharfen Klingen und Metallrohren, die Feuer speien. Sie haben die meisten von uns umgebracht. Manche sind nach Osten geflüchtet. Jetzt bin ich der Einzige hier. Oh, das ist schrecklich. Tut mir so leid. Eines Tages werden sie wiederkommen, alle überlebenden Banda. Bis dahin passe ich auf ihre Baue auf. Und ich singe. Für sie. Für uns alle. Dieser Seelenstein, er ist also wichtig? Ja, sehr. Wirst du ihn benutzen, um gegen die Asadi zu kämpfen? Das gehört auch dazu, ja. Ich bringe dich zu ihr. Jedenfalls so weit, wie ich mich an ihren Unterschlupf heranwage. Na toll. Ich hatte erwartet, dass du Nein sagst. Und mit erwartet meine ich gehofft. Spricht der Vogel immer so? Ich fürchte ja. Geh voraus, Ben. Die Jager ist jenseits des Kamms dort. Wenn du den überquert hast, bist du in ihrem Reich. Kommst du denn nicht mit? Hast du nicht zugehört, als ich sagte, sie sei hungrig? Nein, ich komme nicht mit. Die Mauern dort sind dünn und sie kann meine Magie riechen. Eine weise Entscheidung, Winzling. Komm, Zoe, wir drehen um und gehen mit Ben zurück. Fangen wir uns lieber ein fettes Eichhörnchen und rösten es zum Abendbrot.
Aber deswegen sind wir doch hergekommen. Wenn wir den Seelenstein nicht bekommen... Dann sterben alle, die Welt geht unter, es gibt nie wieder Weihnachten, bla bla bla. Ich hab so satt, von einer gefährlichen Situation in die nächste zu stolpern. Wenn wir mit der hier durch sind, ist Schluss mit Abenteuern. Das schwör ich bei allen gefiederten Göttern der Vorzeit. Du wirst wissen, dass du da bist, wenn du Griplers altes Haus siehst. Das war die Hexe, die hier gewohnt hat. Sie war Jagas Dienerin und dort ist sie aus dem Jenseits in diese Welt gekommen. Wirst du wenigstens auf uns warten, Ben? Ich warte, bis es Nacht wird. Aber wenn ihr dann noch nicht zurück seid. Wir werden zurück sein. Oh, und ich hatte solchen Appetit auf knuspriges Eichhörnchen. Heilige Mutter aller Raben, ich fühle mich nicht sehr willkommen. Ich meine, das ist nicht nur ein schlechtes Zeichen, das sind jede Menge schlechte Zeichen, alle auf einmal. Eine ganze Wundertüte voll böser Vorzeichen. Hier liegt ein Haufen Steine herum. Greifen wir uns einfach ein und tun so, als wäre es der Seelenstein. Es weiß ja schließlich keiner, wie das Ding aussieht. Mein armes, kleines Vogelherz. Ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei, Zoe. Dort von hier. Dreh um. Komm nicht näher. Sie ist hier. Den Geruch kenne ich. Hundepuh, Weihrauch und faulendes Fleisch. Riecht total nach Hexen. Ich glaube, das ist bloß eine Warnung. Oder verändert sich das Licht? Wird es gerade dunkler? Werde ich blind? Hilfe! Hörst du Stimmen? Ich höre Stimmen. Ich mag keine körperlosen Stimmen. Körperlose Stimmen sind nie ein gutes Zeichen. Ich fühle mich seltsam. Ich habe mich schon mal so gefühlt, als ich im Koma lag. In der Zeit der Geschichten. Ich bin wohl an der Grenze zwischen Wachsein und Träumen. Die böse Hexe ist fort, aber jetzt ist sie hier. Sie wird dich aufessen, so wie sie uns alle aufgegessen hat. Sie hat uns in die Irre geführt, in die Falle gelockt, sie hat uns gekocht und aufgegessen. Wir sind die Kinder, die nie wieder fortgingen. Uns kannst du nicht mehr retten, rette dich selbst. Geh! Die Jäger hier wirklich wohnt? Sieht aus wie ein Haus. Ich meine, ein gruseliges Haus. Schon klar, aber im Prinzip bloß ein Haus. Wer stört mich? Wer stört die Jäger? Okay, vielleicht doch nicht bloß ein Haus. Du hast etwas, das dir nicht gehört. Geh weg, Äffchen. Nicht bevor du mir den Seelenstein gegeben hast. Wir wissen nicht,
wovon du sprichst. Wahnsinn. Mein ganzer Körper prickelt. Ich kann etwas ändern. Ich kann diesen Traum manipulieren. Cool. Bitte, ich muss mit der Jaga sprechen. Es sind drei Seelen da drin. Aber welche davon ist Jaga? Ich höre mehrere Stimmen, alle wütend. Es ist so laut, so mächtig. Ich kann nicht weiter zuhören, sie ist zu stark. Oh! Lass mich los, du Biest! Sie ist wach! Wir haben doch gesagt, geh! Sie ist so wütend. Lauf doch weg! Renn so schnell du kannst! Sieh dich nicht um! Ich habe dir gesagt! Irgendwie durch die Tür. Hör auf damit. Ich will nicht mit dir kämpfen. Ich will nur mit dir reden. Bitte hört auf, mich umbringen zu wollen. Das ist scheiße. Halt mal, der Himmel. Ist das die Zeit der Geschichten? Aber nicht so, wie ich es in Erinnerung habe. Es ist älter. Es sieht viel älter aus.